über 6% sind wir im Landtag drin. Und das ist ja, für die Art und Weise, wie wir Wahlkampf führen mussten, im Gegensatz zu allen anderen, ist das ein riesen Erfolg. Ja, ich freue mich, hier im Saarland zu sein bei der Wahlparty. Erste Hochrechnung 5,9%. Da ist noch was drin, nach oben, bin ich ganz sicher. Ganz wichtig, aber die Botschaft ist, die Grünen sind raus und die FDP wird es auch nicht schaffen. Damit hat die AfD schon mal gewirkt. Im 11. Landesparlament, tolle Sache, freue ich mich drauf. Wunderbar, von mir aus hätte es natürlich viel mehr sein dürfen, ist ja klar, die Frauen wollen etwas mehr, aber ich freue mich unglaublich, dass wir drin sind. Ich denke, jetzt werden wir die Chance haben, auch endlich was in diesem Land zu bewegen. Die Mühe, die ganze Arbeit hat sich gelohnt, die Menschen sind aufgewacht, die AfD wirkt, das kann man nicht leugnen und das freut mich natürlich unglaublich. Wir haben halt einfach unser Ding durchgezogen, weil wir wissen, dass es Sinn macht, weil wir wissen, dass es sein muss, dass es wichtig ist. Wenn wir nicht das Richtige zu sagen hätten, wenn wir nicht wichtig wären und gute Programme hätten, würden wir vielleicht auch gar nicht so oft angefeindet. Je mehr Anfeindungen kommen, umso sicherer bin ich mir, dass wir den richtigen Weg folgen. Ja, da ist bemerkenswert, was die Konkurrenz angeht. Erstens, der Schulz-Effekt ist nicht zu spüren. Das muss die SPD nachdenklich machen und wird vielleicht dazu führen, dass diese doch von jemandem erklärbare Luftblase Schulz sich vielleicht auflöst. Was die CDU angeht, ist das Ergebnis sehr erstaunlich und weicht völlig vom Bundestrend ab. Hier muss man wohl so interpretieren, dass in der Person von Frau Kachenbauer ein regionaler Effekt vorliegt, der zu tun hat mit einer Arbeit von Frau Kachenbauer, die offensichtlich in der Bevölkerung einen gewissen Respekt erfährt. Das muss man so sehen und das muss man anerkennen. Aber das bedeutet, das ist kein Paradebeispiel für den Bund. Und natürlich ist es schön, wenn wir uns als die drittstärkste politische Kraft in Deutschland bewähren. Das heißt, wenn die Grünen und die FDP jetzt eingebrochen sind, dann ist das natürlich ein Zeichen für die Bundesebene, das wir sehr gerne annehmen. Wir werden und wollen die FDP und die Grünen hinter uns lassen. Also die Saarländer sind ja unsere Freunde. Speziell habe ich auch sehr gute Kontakte im Saarland. Die haben uns bei uns im Landtagswahlkampf sehr gut unterstützt und dann bin ich auch sehr dankbar. Und ja, für mich ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dann meinen saarländischen Kollegen unter die Arme zu greifen. Weg mit der Anke Rehlinger. Ziel 1 war, die AfD aus dem Landtag zu halten. Und da muss ich leider der Anke sagen, nicht nur der Madin-Effekt hat bei euch versagt, bei der SPD, sondern es hat auch das Ziel versagt, dass wir nicht in den Landtag kommen. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir im neuen saarländischen Landtag vertreten sind. Wir sind auch sehr oft mit der Bevölkerung in Kontakt, die das auch so mitgesehen haben. Und da gab es dann wirklich einige, die sich mit uns auch solidarisiert haben und uns rechtzeitig informiert haben, wenn entweder wieder fleißige Menschen, die scheinbar keinen festen Arbeitsvertrag haben, unsere Plakate wieder entfernt haben und wir konnten dann umgehend die Plakate wieder aufhängen. Also unsere gesamten Plakate, die wir an einem bis zwei Tagen hochgegangen haben, waren innerhalb von einigen Stunden wieder weg. Eigentlich sind wir sehr dankbar, dass sie das gemacht haben. Die wissen wir da nicht, aber also nochmal ein schönes Dankeschön an die Leute, die unsere Plakate schon mal entfernt haben. Ich danke unseren zehntausenden Wählern im Saarland, die uns gewählt haben, die uns beauftragt haben, in Zukunft ihre Interessen zu vertreten, ihre Interessen und ihre Ansichten überhaupt erst einmal der Öffentlichkeit in einer entsprechenden Weise bekannt zu machen. Diese Ergebnisse im Saarland deshalb eigentlich dann vielleicht nicht so richtig vorangekommen, weil wir nicht so zusammengehalten hatten. In Zukunft müssen wir mehr kämpfen, mehr zusammenhalten, damit wir AfD voranbringen. Nicht 5,6, sondern 15, nicht 5,9, 15,9, 20%. Wir hoffen, dass wir im Bundestagswahl dann bessere Ergebnisse kriegen. Wenn wir zusammenhalten, sind wir erst stark. Und dann unsere Ziele, dass wir Deutschland für die Zukunft danach von dieser falschen Politik dann retten wollen. Wir werden kommen, kämpfen und bleiben. Es geht erst jetzt weiter voran.
Ich komme aus dem Morgenland, um das Abendland zu retten. Zusammen, mit allen zusammenhalten, schaffen wir es. Aber ich denke, der Wahlkampf war unheimlich engagiert von unseren aktiven Mitgliedern, von unseren Helfern aus benachbarten Landesverbänden, die tollen Wahlkampf gemacht. Dazu muss man erwähnen, dass auch der Bundesvorstand uns gerade in der letzten Woche ganz hervorragend unterstützt hat. Ja, in 6 Wochen sind Wahlen in Schleswig-Holstein. Wir wünschen den Freunden in Schleswig-Holstein alles, alles Gute und werden versuchen, von hier aus auch zu unterstützen. Dasselbe betrifft natürlich NRW. Guido Reil war mehrfach bei uns, hat uns ganz toll unterstützt bei unseren Veranstaltungen und da werden wir uns natürlich revanchieren.